Okay. Links muss ich raus, da komme ich in das Gebäude. Betreten muss man jetzt dann da. Ich habe mich schon zu früh gefreut, ne? Ich dachte, das ganze Gebiet besteht aus Blau. Wenn ich mir nur Asakusa ansehe, werden das mir das Herz wie die Mannequins die Stadt wiederherstellen. Wenn man Tokio als Ganzes betrachtet, sehen wir, dass die Nihilo alles übernehmen und das ist kein Spaß. Die Nihilo haben keine Rivalen. Wollen wir einfach tatenlos zusehen, wie Hikawa seine Welt der Stille erschafft? Ja, ich bin ja auch der Einzige, der hier scheinbar was unternimmt. Wenn die alle bloß rumgammeln und jammert. Ich habe gehört, dass sich ein Menschenmädchen im Hauptquartier der Mantra befand, als sie fielen. Sie muss extrem mutig sein. Ach, die alte nervt genauso wie der andere. Weißt du, in Gefängnis latschen? Ich rede jetzt vor dem mit der Kappe, dem Spacko. In ein Gefängnis latschen, sich dann wundern, warum er gequält wird und sich dann noch aufführen, weil ich später komme. Ich wurde viele schmerzhafte Tage und qualvolle Nächte lang von dem Mantra gefoltert. Und weißt du was? Ehrlich gesagt vermisse ich jetzt ein bisschen. Alles klar, wir gehen hier mal ganz langsam wieder nach draußen. Oh, hallo. Was ist denn? Du willst wissen, welche Spiele die Menschen früher gespielt haben? Das habe ich schon geschafft. Hält sicher keine Minute lang durch, es ist vorbei, bevor es anfängt. Wenn du gewinnst, gebe ich dir diesen Käferding, das ich gefunden habe. Willst du es ausprobieren? Ja klar, los. So, du musst nicht immer alles machen, was ich sage, okay? Dieses sich drehende blauen Würfel, das ist das Ziel. Öffne ein Menü, bla bla bla, bist du bereit? Okay, auf geht's. Ah, shit. Okay. Neustart. Ja, das ist eins von diesen früheren Spielen, die kenne ich auch. So. Ich habe bloß nicht gewusst, dass ich das hier sich bewegen kann. Frage, wie viele muss ich machen? Okay, das muss ich da rein schieben. Hä? Ist das nicht eigentlich auch ziemlich? Ich habe jetzt noch viel zu kompliziert gedacht. Oh, das sind einzelne. Shit. Wie konnte ich jetzt... Achso, mit Viereck war Menü. Rückgängig. Na... Oh. Ja, müsste das so passen. Zack. Wow. Einmal so, das kann ich so machen. Nee, da komme ich gar nicht mehr raus. Ah, nein! Ich muss, glaube ich, das da hochbringen, ne? Ah, geschafft! Das war also einfach, das war nur der Anfang. Jetzt ist die Frage, wie viel Level hat es?
Nee, auch nicht geil. Wie kriege ich aber das unten weg? Warte mal, ich muss dann oben rein. Okay, das ist gerade. Ich stelle mich gerade echt dumm an, das kann natürlich auch sein. Okay. Ich muss das rumbewegen können. Dazu müsste ich aber das unten wegkriegen. Aber ich krieg das unten nicht weg. Warte. Ah, da ist ein Loch, Alter. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das geht auch nicht. Ne, das soll ich auch nicht machen. Ja doch, das könnte ich aber eigentlich. Eigentlich geht es so auch. Das dann so. So. Hä, sollte das nicht wieder runtergehen? Ja, okay, jetzt kann ich das schieben. Ja, ja, das ist mir. Das ist halt echt ein Loch im Boden, ne? Ja, aber wie kriege ich das dann weg? Ich kann auch nicht ziehen, oder? Ah, das war schon wieder Fehler. Das kann da rein. Ah, ich habe 100%, ich habe jetzt irgendeinen Knoten im Kopf, ey. Wie viel? Achso, das ist einfach nur das da. Ich müsste eigentlich einen dahinter bringen. Um das zu machen. Ich krieg da aber halt keinen rüber. Okay. Kann es aber auch nicht so rumfahren, also drehen. Ich kann auch das eigentlich nur in das Eck bringen und dann. Ja, aber das macht ja keinen Sinn. Ich kann da keinen mehr rausziehen. Ich schiebe Blöcke hinein, um sie zu überqueren. Drehbare Blöcke lassen wir in Achse drehen. Warte, ich kann doch. Aha, ah Gott, Alter. Ja. Aus dem anderen Winkel habe ich jetzt gesehen, was ich machen kann. Das hat jetzt viel zu lange gedauert, ey. Eigentlich wäre das schneller gegangen. Da ist ein Loch, da muss ich durch. So. Ja, mach doch jetzt so.
Wow. Das ging jetzt irgendwie schnell. Ich hoffe mal, es sind nur 10. Ah, das ist ein ganzer. Ja, wo ist eigentlich das Loch da hinten? Ich muss in die Löcher die ganzen neu schieben, ne? Weil sonst geht's nicht. Mag auch, ne? Jetzt, wenn ich das an die Wand schiebe, geht's auch, ne? Das bringt mir genauso wenig. Ich müsste das Zweierding hin machen. Wie kriege ich denn lang nach links? Wenn ich das dann über tue, dann kriege ich es auch nicht mehr runter. Oh, manchmal. Ah, nee, das geht auch nicht. Nee, passt auch nicht. Das rüberbringen? Das wäre eine Möglichkeit. Nee, das geht aber ohne. Ah, ne, jetzt habe ich mir wieder versaut. So? Ne, geht auch nicht. Oder? Ne, weil ich es dann nicht mehr runterbringe. Ich müsste vielleicht ganz rüberbringen. Ah, da bricht das andere nicht mehr rüber. Ja, ich komme da noch nicht mal runter. Ah, was soll denn das? Ich bin nochmal sonst auch nicht. Naja, doch eigentlich schon.
so bringst du halt nicht mehr rüber. Oder ich müsste das anderen überbringen, ne, geht auch nicht. Machen wir nochmal ganz zurück. Warte mal. Ah, hat er lange genug. Und jetzt? Ich brauch das zweite Vierer-Ding auch noch, oder? Oh. Also ich kann das Vierer auch nicht einfach wegschmeißen. So komme ich dann aber auch nicht mehr hin. Alter Schwede. Warte mal, wie weit kann ich das denn überschieben? So. So kriege ich das aber überhaupt nicht mehr raus. Sollen wir das 1 da lassen? Ah, fuck! Das müsste eigentlich gehen, oder? Einmal so. Nein, ich kann es nochmal anschieben. Ah! Boah, ist das ätzend, ey. Ja, dann krieg ich's nicht mehr hoch. Warte mal, aber wenn ich jetzt das da unten noch weiter lasse, das da rüber schieben. Ne, das schieben wir darüber. Ne, es geht auch nicht. Weil ich jetzt das Zeug überhaupt nicht mehr irgendwo hinschieben kann. Alter, ich hab gleich keinen Bock mehr. Eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Wir machen später weiter. Was gibst du auf? Mir reicht's erstmal. Ey, das ist doch. Einfach ein andermal wiederkommen. Außerdem habe ich das schon geschafft. Oh, es ist ätzend, ey. Manchmal ist die Lösung so nah und man kommt trotzdem irgendwie nicht hinterher. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Gegner rumlaufen.
Ey, es sind dieselben verdammten Spackos wie auf dem anderen Ding. In der verdammten Tunnel. Konnte er natürlich nicht, ne? Ja, aber da konnte er. Wo ist denn der Drecksack? Er ruft jetzt wieder, ja, dunkles Wollen war so klar. Ich habe meine Dinge auch noch nie angeschaut, fällt mir gerade ein. Magatama! Was ist das da? Nirvana. Annulliert Licht, schwach gegen Dunkel. Oh. Höllenfeuer. Keninom. Komisch, weiß, gab es für das Betäuben bisher auch nur kein Medikament oder so, ne? Alter, wo geht's da jetzt schon wieder hin? Wow, das ist nur ein Weg zu der dämlichen Kiste. Magischer Spiegel. Das erinnert mich immer an die Schule. Spiegel, wenn irgendwer was gesagt hat. Nee, das wirft's zurück, das war Spiegel. Oh! Zusammenhauen. Die wollten so. Alter, 18. Die Magd war der Schlüssel, durch die Nidus die Mantra vernichten konnten. Wie heißt das doch gleich? Das Albtraumsystem. Alles klar, Sackgasse, danke für nichts. Oh, der haut natürlich daneben. Aber doch nicht daneben, was soll denn das? Atros, hör auf auszuweichen, du köst mich eh schon. Arabaki, Level up, panische Stimme. Kann Panik bei allen Gegnern verursachen. Könnt mir für Kamikaze. Nein, warte. Kamikaze, nein, du. Weil das hat jetzt nicht wirklich viel abgezogen, wie wir es benutzt haben. Ah, da komme ich unten raus jetzt, oder? Tatsächlich. Alter, wie viele Ecken gibt's denn da? Gehen wir oben oder hinten? Ach, gehen wir unten. Die lassen mich ja nicht mal ankommen, was soll denn das? So, warte da, mein Buffalo. Wahrscheinlich leicht übertrieben. Oh ne, doch nicht. Viel zur Auswahl, greift er genau Arabaki an. Oh, da ist ein Speicherpunkt und eine Mannequin-Alte. Furumimi meditiert in Mifunashiro, dadurch kann er in die Zukunft sehen. Ich dachte durch die Folter. Ich weiß aber, ein Speicherpunkt, den hole ich mir auch nicht. Ja. Ja, durch Lachen, was erscheint. Alter, das Ding ist eigentlich schon Stein, oder?
Schaut jedenfalls nicht wie Kunststoff aus oder Mensch. Ach, hart. Oh, gleich Level up, Alter. Höllenfeuer. Ja, komm mal ausnahmsweise auf Stärke. Mittlerer Feuerschaden bei zufälligen Gegnern. Wir haben ja eigentlich mal Bufula, ne? Genom gewähren lassen? Ja, mach mal. Ist komplett geheilt. Annulliert Feuer wäre das nächste. Was das alles halt ein bisschen strategischer gemacht hätte, wäre Ding gewesen. Dass du halt mehrere Sätze nehmen kannst, weil du halt einfach viel zu viel lernen kannst. Finde jetzt ich. Was wollt denn jetzt ihr da? Oh, der hat 90 ausgehalten, das ist auch. Respekt. Lockflöte. Mir wäre es lieber, wenn ein paar Gegner wegbleiben würden. $3000 Maka. Naja. Da fällt mir ein, was ist mit dem Menschenjungen aus dem Gefängnis der Mantra passiert? Ist der entkommen? Der Hut nervt mich. Ja, siehst du, genau meine Meinung. Und der Typ an sich nervt mich auch. Wie konnten wir mit denen eigentlich befreundet sein? Die nerven doch nur. Kann ich mich dahin porten? Ne, das ist bloß ein kleiner. Na gut, dann gehen wir mal. Jetzt lassen wir mal. Doch vorbei, Alte. Dann gehen wir doch mal zu unseren Zukunftspropheten, Fuzzi, Mannequin, Dings da. Wobei der auch irgendwie wieder der einzige Normale wirkt von denen. Ich kann da wirklich hin. Mifunashiro. Es wirkt eher so, wie wenn das aus dem Horrorspiel kommt oder so. Auf jeden Fall kann ich mich hinporten, sehr gut. Ich frage mich dann bloß, für was dann eigentlich dieser andere Speicherpunkt ist, der kleine vorher. Welcome to our land. Just as I foresaw, you have arrived at Asakusa. I cannot say much at this point, but I am certain we will meet again. Your destiny foretells it. Have you already seen your fill of Asakusa? Then you must have witnessed everyone working hard to restore the city. Nee, eigentlich standen sie nur doof rum. After all, we mannequins have never had a place of our own. As for this place, we stand on sacred ground where only mannequins are allowed. We call this Mifunashiro, the holy land of our people. Beyond here lies our motherland, the place we were born. Even if we owe you our lives, I cannot allow you to pass. Ach, I'm really sorry about that. I must now meditate on the future, for prayer always leads to an answer. What can be done to shape this world so that we mannequins can live in peace? We need this answer soon. Oh, yes. Beware a mannequin named Sakahagi. He is a traitor to our cause, having committed unforgivable atrocities. He is likely somewhere in Asakusa, stalking in the shadows. If he is to hinder you in any way, please understand that he is not one of us. With that, I must be going. Farewell. Furumi ist gegangen. Okay. Das macht wahrscheinlich einfach bloß den Trigger, dass ich Asakusa laufe ich nochmal zurück. Wir laufen erstmal nochmal zurück. Oh, das ist hier auch blau.
der hier irgendwo auftaucht? Weil ich meine, der Speicherpunkt war doch nicht umsonst.